So, dann gucken wir nochmal, ob die Einstellungen da sind. Sind sie natürlich nicht. Ja, immer nachschauen, genauso Ja, nochmal der Skin ist weg. über die Missionsbeschreibung gehen, dass man so weiß, einigermaßen, ja, welche Wege fliegen wir so ab. Wir sollen ja schließlich ein paar Bomber abfangen. Hier in der. Okay, warte mal. Wo ist denn unser Ausgangspunkt überhaupt? Glaube bei Punkt 4 oder so Punkt links. 4, Ach, Anapa. Punkt 4 ist dann Das ist unser. unser Wollte gerade Flugfeld. sagen. Anafa, okay. So. Andersrum macht es ja auch keinen Sinn. Warum sollten wir in der Nähe der Front starten und von der Front wegfliegen? Ne? Das wäre irgendwie ein bisschen kontraintuitiv. Wege der Gruppe sind. So, ich glaube, hier ist alles soweit fertig. Jawohl, das sieht gut aus. 90 So, Gunpods Prozent. habe ich dabei. Zurückgesetzte Kopfstütze. 90% Bereit. Sprit. Okay. Dann bin ich bereit. Gut. Ja, genau, Don Zweiter Soldier. Wir haben schon Versuch. gewonnen. Die erste Mission ging ganz schnell. Oh Gott, wir müssen ganz schnell starten. Der Edit Strategist kommt mit der, schickt den Sef mit der Luga vorbei. Das wird nichts. Das wird jetzt böse. Ja, dann müssen wir schnell in die Luft kommen. Ja. Schnell weg. Niel, niel. Cheater einfach. Ich gucke einfach in der Außenansicht, wenn ich den nicht mehr sehe vor mir. So. Schlage ich beim Mikro, das ist immer ganz toll. Ja, das Für kann die doch nichts Zuschauer, da freuen dafür. die sich immer. Das kann doch nichts dafür. Richtig. Die Staffel legte einen so bombigen Start hin, dass die Mission schon vor dem Abheben gewonnen war. Ja. Ja, ich Ja, höre immerhin schon. ist nichts in die Luft geflogen, Blitzkrieg. ja. Also Blitzkrieg in der der Sauerkraut. Hollywood-Wert war jetzt nicht so hoch von der Geschichte. Also ich weiß nicht, mir wurde von der Luftschraube der einen Messerschmitt der Kopf abgeblasen, also. Oh. Ja, Don Soldier, die deutsche Flagge ist da zensiert. Du meinst diese schwarz-rote Hakenkreuzflagge, die da sonst stehen würde, wahrscheinlich, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Die ist tatsächlich zensiert, weil das Ganze nicht durch die USK-Prüfung ging oder gekommen ist. Je nachdem. Das wissen wir nicht so genau. Ich vermute aber mal, dass das Spiel ist ja vorher erschienen, ne? Vor dieser ganzen Sozialadäquanzgeschichte. Ja. Genau, deswegen kann das, ja, es könnte theoretisch nachträglich noch geprüft werden, aber da müssten die Hersteller halt dann rantreten und sie müssten begründen, warum das sozial adäquat ist. Und das werden sie nicht hinbekommen. Ich habe letztens mal die Kriterien der USK mir mal durchgelesen. Da sind die Hürden schon recht hoch. Also da müsste man schon irgendwie eine Gegnerschaft zu Nazis irgendwie drin haben im Endeffekt. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig, wenn man auf der Seite der Deutschen spielt und dann die Hakenkreuze abbilden will. Das wird so schnell dann jetzt nicht passieren. Ja, genau. Wie gesagt, Pandoron, das stimmt, das kam vor der Regelung raus, aber es könnte ja theoretisch jetzt auch noch nachgeprüft werden. Das wäre also tatsächlich möglich. Ich habe mich letztens für einen Vortrag nämlich mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt. Und So, der Schwarm vor uns ja. startet. Dann mal die Triebwerke anschmeißen. Jo, laufen schon. Bin eigentlich schon dabei. Also ich meine, ich hätte jetzt eh gedrückt. Oh, es passiert noch nichts. Das dauert. Okay. Wenn du vor dir das Fadenkreuz sehen kannst, dann ist der Motor, also dann hast du die Zündung schon mal an, zumindest. Nee, der ist noch nicht an. Ja. Drücke ich Ansonsten war es nochmal. nicht. Ah, jetzt.
Oder Fadenkreuzbeleuchtung oder was weiß ich. Das wird ja da so vorne. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Sonst trifft man ja nichts. Genau. Ja, da ich meinen Kopf jetzt eh nicht links und rechts rausstecken kann, kann ich auch das Cockpit zumachen. Aber das, was du gerade angesprochen hast mit der USK-Geschichte und so, das ist halt auch eine Geldfrage. Ne? Das kostet unter Umständen, kann das richtig teuer werden. Also verhältnismäßig geht es noch, aber das sind vierstellige Summen, die da fällig werden. Ja. Also ich weiß auch, dass die USK dazu auch eine Beratung anbietet. Aber ich denke, genau dann wird es halt auch richtig teuer, ne? Ja, das machen sie wahrscheinlich nur bei ihren Mitgliedern. So eine Mitgliedschaft ist teuer. Das weiß ich nicht. Ja, Storch in Startaufstellung. Und immer schön langsam, ne? Mhm. Wenig Gas. Lieber nicht fahren und wenig Gas haben, als viel Gas und schnell rausschießen. Ja. Hab den halt einfach nicht gesehen, Entschuldigung. Problem. Gleich mache ich wahrscheinlich denselben Bugfehler und dann... Oh, es ist schon wieder 11, wir haben noch nichts gemacht, außer uns gegenseitig über den Haufen gefahren. Anderon meint, im Grunde dürfte das HUD nach dem gleichen Prinzip wie die heutigen arbeiten, mit transparenter Spiegelung der projizierten HUD-Elemente aufs Glas. Das weiß ich nicht technisch. Das kann gut sein, ja. Was ist möglich? Es hat jedenfalls eine coole Sonnenblende, die man noch hochschieben kann, die man jetzt so angedeutet sieht unten, die jetzt durchgeschoben ist. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, mit welcher Taste ich das aktivieren kann. Ich muss jetzt cheaten, das geht nicht anders, sonst fahre ich da wieder rein. So. Ja. Schauen wir mal, dass ich hier mein Werte Rottenflieger aufstellt. So, bleib mal ganz vorsichtig. Abstand hält. Ah, ich sehe Blue 2 und Falli. Ich bin dahinter. Dann orientiere ich mich mal ganz grob auch daran. So. Bin praktisch hinterm Falli. Ein Projektor, der auch das Glas abbildet, ja. Ah, ich sehe Dr. Tod, super. Keine Sorge, dass ich irgendwo hinten reinfahre. Wo seid ihr soweit? Ich bin soweit. Ich rolle noch. Ich rolle dann hinten links hinter Dr. Tod. Moment, Moment, Moment. Ich bin auf dem Weg. Alles gut. Na, jetzt muss ich noch ein bisschen Doppelbremse. Kraft der zwei Bremsen. So, gleich stehe ich. Moment, kann ich noch um Stunden handeln? So, ich stehe. Ja, dann setzen wir uns mal in Bewegung. Rakete, Rakete. Gut. Ja, ja, gestartet, aber... Oh Gott, ist das rumpig gewesen. Also, zu schnell. Viel zu schnell. Ja. Klappen fahren ein. Und jetzt wird es nämlich interessant hier. So, ich mache gerade knapp 300 mit dem Steigflug auf 900 Meter. So, ich sehe die BF-109G4, das müsstet ihr sein, ihr drei. Ich folge euch mal. Ich bin anderthalb Kilometer hinter denen. Ja, ich bin auch ein Stück weit hinter leider, aber ich komme danach. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt wieder mit diesem separaten Blicksteuern. Aber ich krieg das so allmählich gerallt.
Auf welche Höhe steigen wir? Wir steigen mal auf 1500 und ich gehe jetzt noch mal in eine Rechtskurve. Unser Schwesterschwarm ist gerade auf unsere 5 Uhr. Okay. Achso, Landeklappen wären natürlich auch gut, wenn man die mal wieder auf... legt. So. Hm? Sind sie? Kurven? Was? Jetzt habe ich dich wieder verloren. Wo bist du? Rechtskurve hat er gedreht. Ja, aber ach da, okay. Da war mir die A, B und C-Säule im Weg. Ja, die sind echt prominent aufgestellt, ne? Das ist echt unangenehm, finde ich auch. Ah, da oben. Warum sind da 4 Flieger vor mir? Sind wir nicht zu viert? Wir sind zu viert, aber Rot ist auch zu viert. Ja. Oh, dann habe ich die jetzt hier vor mir, ne? Super. Ach, ihr seid da. Okay, alles gut. Mein Gott, diese Verstrebungen, die blockieren ja echt 90% der Sicht manchmal. Hilfe, Hilfe. So, da habe ich euch. Jetzt muss ich hinter euch her. War jetzt nicht mehr ganz so fix, bitte. 400 ist ein bisschen schnell. Joa. So, ich bin jetzt mal im Horizontalflug, damit wir mal wieder ein bisschen rankommen können. Mhm. Flieg mal in die Sonne, ja. Die Icarus oder was? Zum Glück sind die Flugzeuge nicht aus Wachs. So, wir drehen nochmal nach rechts und steigen auf 2500, dass wir über der Wolkendecke sind. Okay. Mhm. Wie schnell seid ihr gerade? 350. Ja, 350, okay. 360 etwa. Alles klar, dann bin ich ja ungefähr ähnlich mit euch zusammen. Nur, dass ich noch ein bisschen abseits bin. Ja. Aber wo seid ihr denn schon wieder da? Ja. Diese Verstrebung, ey, das ist echt mein Bane. Aber immerhin, solange ich euch noch finde, ist alles gut. Nur wenn nicht mehr, dann wird's kritisch. Ich war eben auch kurz lost. Wo sind Sie? Rechtskurve, ich sehe euch nicht. Ich frage mich nur, wann es hier mal weitergeht oder wie lange unser Schwarm da oben noch hier über der Stelle drehen will. Mhm. So, wir sind jetzt auf 2600. Wir kurbeln einfach nach rechts weiter. Versuchen okay. Die Höhe zu halten. Jetzt sind wir nämlich auch ungefähr auf Höhe unseres anderen Schwarms. So, grüße Sie gleich nebst Sterne und Mond. Ja, genau. Okay, während dem Fliegen was zu trinken ist irgendwie etwas schwierig, wenn man mit dem Kopf seine Sicht steuert. Da musst du deinen Kopf erstmal einrasten, ne? Ja, ich raste. Ausrasten. So, ich bin jetzt 450 Meter hinter Blau 2. Ich habe noch einen Kilometer hinter Dr. Tod. Jetzt 400 Meter. Oh Gott. Immer auf ungefähr 400 km/h. Mein Gott, wird dunkel draußen. Das ist echt anstrengend. Ich finde halt komisch, dass die einfach nur weiter über uns kreisen, aber es ändert sich an der Wegstrecke nichts. Ja, normalerweise, wir eskortieren jetzt ja nicht die eigenen, ne?
Sonst würden wir ja warten, das wäre irgendwie verständlich, aber so. Wir drehen gleich mal ein auf unserem Flugplan folgend. Wir haben jetzt eine vernünftige Höhe von. Wieder am 7. Okay. Wir bleiben, wie gesagt, mal auf 2500, dann sind wir über der Wolkendecke und haben wir, glaube ich, ganz gute Karten. Ja, Cloud 2 will es auch wissen. Er ist so nah, dass ich seinen Motor hören kann. Wir gehen mal grob auf Kurs 100 Grad, 2500 Meter. Jetzt habe ich wieder die Aufzeichnung vergessen, na gut. Ach stimmt, weil ich soll nicht daran erinnern, dass du das auch aufzeichnen wolltest. Ich habe den Koppel gedrückt. Okay. Sehr gut. Ja, bei mir ist es jetzt halt hier erst angefangen, das macht ja auch nichts. So, was ist das jetzt für ein Kurs? Moment mal, 100 Grad oder was? Grob 90 bis 100 Grad. Ja, okay. Und 2500 Meter Geschwindigkeit zwischen 400 und 420. Schauen wir mal, dass wir die erreichen. Mhm. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen einen Ticken zügiger machen, damit ich euch mal einhole. Bin immer noch einen Kilometer hinter euch. Schön den Luftraum beobachten, gell, Freunde? Ja. Das macht natürlich Spaß mit dem Pudi hit die ganze Zeit hier. Ja, und wie der Fachmann sagen würde. Genau das. Wieso? Ja. Kommt denn das Zitat her? Ist das aus dem Film? Ja. Das ist aus dem Film. Im Film aus Quatsch der Bruchpilot? Nein, nicht ganz, nein. Also ich habe Flugzeuge links von uns auf 9 bis 10 Uhr. Habt ihr auch jemand? Ich sehe die nicht. Ich sehe die auch noch nicht. Hoch, niedrig? Hier Flugzeuge gleiche Höhe. Bisschen höher vielleicht. Da hinten sehe ich was, ja. Irgendwas ist da. Und es ist nicht direkt auf meinem Monitor. Ja, sehe ich auch, ja. Direkt auf, fast auf meiner 9 Uhr. Oh. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob das Feinde sind oder nicht, ne? Mhm. Oder ob das die Bomber sind, die wir abfangen sollen. Wir drehen nach links ein und steigen. Gas geben. Ist der. Ah. Da. Ein Gewurstel hier. Schauen wir mal, was das sind Feinde. Haben. Ja? Feinde? Ja. Was haben wir da für welche? Das kann ich nicht sagen. Sehen aber nicht aus wie Bombe, oder? Nee. Lack 1B. Also Jäger. Spitzenmäßig mit unseren Kanonen jetzt darauf zu treffen. Juhu. Ja, immerhin gehen sie schnell down, ich wenn wir treffen. Ich schnapp mir den letzten. Geben aber ordentlich Gas, oder? Ja, ich glaube auch. Die haben ganz schön. Ja, wir haben natürlich auch die scheiß Gondeln dran, ne? Ja. Also ich gebe alles, was ich habe. Das scheint jetzt im Sinkflug. Der eine dreht. Komm ran. Ja.
drehen alle. Die drehen jetzt auf uns ein, glaube ich. Wie gesagt, ich gehe auf den letzten. Nehme ich den vorletzten? Alter, jetzt bricht er aber weg. Jetzt haben sie uns wohl geschnallt hier. Mhm. Oh, komm nicht hinterher. Oh. Uiuiui, Wendigkeit. So, da drüben ist er. Plane 3. Dritt ab. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da drüben ist er, aber wir kommen kaum hinterher. Ist im Kurvenkampf natürlich jetzt echt arschig, mit den Dingern. Das machen sie nicht ganz so doof. Oh, er feuert. Oh, ich krieg einen Blackout hier. Soll ich im Salat greife an? Okay, so. Eieiei. Voila. Ja, schlechte Karten jetzt mit dem Potz. So, irgendwer feuert da auf einen unserer Flieger. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Bin aber hinten fast an jemand dran. Ah, komm schon. Ich hab ihn getroffen. Ich hab's genau gesehen. Getroffen, ja. Noch einen erwischt, aber. Aber ich bin auch getroffen. Scheiße. Gott. Oh Gott, meine linke Tragfläche ist komplett durchlöchert. So, ich habe ihn getroffen. Noch er bricht aus. Mir nach links weg. Ne? Oder nach rechts. Ja. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen Geschwindigkeit ziehen. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht genau hinter mir ist. Oh Gott, diese Steuerung mit dem Pulli-Head. Ich krieg die Krätze. Ah, 6 km/h, juhu. Ja. Aber ich habe einen ganz gut erwischt, also. Storch 5, Ziel zerstört. Irgendwen haben wir erwischt. Okay, einen habe ich. Sehr gut. Tod, wie sieht es bei dir aus? Mit der Maschine? Nicht so gut. Ich kann, also die Maschine ist ziemlich lediert. Rechter Tragflügel sieht aus wie Schweizer Käse. Ist er noch flugfähig? Ja, gerade noch so. Okay, dann flieg mal vorerst wieder Richtung Flughafen und schau, dass du dich aus dem Kampfgetümmel hältst. Ich sehe jetzt sowieso nur noch einen feindlichen Jäger hier. Diese 4, die hier rumfliegen, sind das unsere Nachbarrotte hier? Das ist ja jetzt auch nicht, ne? Ja, die fliegen hier auf jeden Fall auch rum, ja. Also auf meiner 9 Uhr habe ich gerade Feuer gesehen, mehrere Flieger. Also Schusswechsel, ich weiß nicht, wer das war. Seid ihr da drüben? Ich bin relativ weit nordostwärts und jag hinter einem hinterher. Der zieht eine. Gott, ich habe keine Orientierung mehr. Benzinphase oder Fahne hinter sich her. Ja, auswärts, das könnte stimmen. Na, wobei. Ich gucke mal, da wird auf jeden Fall gefeuert, da fliege ich mal drauf zu. Es sind nur 2. Und einer ist weiter oben. Ja, es ist ein Feindflieger, der beschossen wird von einem Befreundeten und da drüber ist auch ein Befreundeter. Ich muss den Stick fast ganz nach links zerren, dass das die Halbwegsgerade bleibt. So. Wie gesagt, schau lieber, dass du zurück zum Flugplatz kommst und die Kiste zur Not landest. Ja, ich versuch's. Und am Leben bleibst. Das versuche ich wohl. So, ich hab den dann gleich auch im Visier Falle. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas machen kann. Der ist tot. Er ist down. Schön. Aber. Haben wir noch Feinde in der Nähe? Nee, ne? Wenn dann eigentlich Richtung Sonne, also Richtung ja. Westen raus, dass da vielleicht noch welche sind. Ja.
Da sind das es waren ja nur vier. Von waren dem her. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt einen mit abgeschossen habe oder ob ich den nur stark gehittet habe. Also der hat auf jeden Fall mehrere explosive Treffer abbekommen. Aber danach habe ich ihn aus dem Blick verloren. Ja, was mich wundert ist, dass der Wegpunkt immer noch nicht umgestellt ist. Also prinzipiell ist unser Wegpunkt immer noch hier über dem Flugfeld kreisen. Ne? Ja. Vor uns haben wir ja jetzt ein paar Flugzeuge. Das gibt eine Bruchlandung. Oh. Oha. Ja, aber überschlagen. Au, 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 au. Überschlagen? Aber ich lebe noch. Okay. Also die Maschine ist komplett hinüber. Du kommst dran, Tausendhauer, oder? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Vollgas. Das Gas rausgenommen, weil ich die ganze Zeit auf Vollgas lief. Ja, aber das sind alles eigene hier. Ja, ne? Ja, das werden aber wahrscheinlich, das wird der andere Schwarm sein. Ja. So wie es ausschaut, sind wir die beiden einzigen, die noch übrig geblieben sind. Über uns auf deiner 11 Uhr ungefähr sind mehrere Flieger. 6 Stück sehe ich da insgesamt. Relativ stark weit. 6 Stück auf meiner 11 Uhr? Ja, ziemlich sicher. Richtung Sonne direkt. Da sind auf jeden Fall mehrere Flieger. Kann ich jetzt durch die Wolken nicht mehr so gut erkennen, aber da war auf jeden Fall eine ganze Rotte mit mindestens 4 und dann nochmal 2 oben drüber irgendwie. Okay. Das gibt mir die Gelegenheit, mal kurz für mir eine Pause einzulegen. Versuch mal hier durch die Wolke durchzusteigen. Ich bin sofort wieder da. Wo bist du jetzt? Da, okay. Ich bin jetzt 1,5 hinter dir. Ich mach mal ein bisschen mehr Gas. Also ich fliege ja jetzt direkt auf... Aha, da hinten. Jetzt sehe ich was über uns, ja. Sehr erkannt, ne? 4 Flugzeuge etwas tiefer und 2, die oben über den Schrauben anscheinend. Genau. Was das genau für welche sind, konnte ich jetzt natürlich noch nicht erkennen. Wie gesagt, hier sind unter Umständen auch blaue KI-Maschinen in der Gegend unterwegs. Also es können auch Deutsche sein. Mhm. Müssen aber nicht. Also jetzt genau in der Sonne wahrscheinlich, ne? Ach, da hinten, ja. Wieder gesehen. Kommst du ran? Ja, ich komme jetzt ran, noch okay. 700 Meter. Ja, die sind natürlich direkt jetzt in der Sonne. Ja. Mhm. Und relativ hoch, ne? Wir sind jetzt auch schon auf 2400 Meter gleich. Mhm. Ich lese irgendwie auch nicht mehr. Da hinten ist noch. Also die 4 sehe ich nicht mehr. Nur noch die 2, die kurbeln. Doch, die 4 sind jetzt auf 12,5 Uhr oder so. Also nicht 1, nicht 12, aber genau dazwischen. Etwas tiefer quasi, ne? Ja. So, ich bin jetzt auf deiner, was ist das, auf deiner 5 Uhr Position, Richtung 6, 200 Meter weit. Wie gesagt, wenn, dann müssen wir sowieso erstmal identifizieren, was wir vor uns haben. Wie schaut es mit deiner Munition aus? Die ist noch ordentlich. Also von den Gun-Geschichten, die er hier zählt, ich weiß nicht, ob die Gunpods auch mitgezählt werden, da hat er ungefähr noch so 55%. Und MGs ohne Ende, also... Ich glaube, Gunpods werden nicht mitgezählt, aber ich bin jetzt auf 3000 und auf Höhe dieser 4. Wir machen gerade eine Wende nach rechts, siehst du das? Ich sehe es. Ja, sehe ich. Ich setze mich mal an deine 7 Uhr Position. Jawohl. Das sieht mir fast, ne? Es könnten Feinde sein, mal gucken. Sieht auch so groß aus, als wenn es Bomber wären, oder? Das muss jetzt noch nichts heißen. Ja. Könnte natürlich Jagdschutz sein und Bomber, ja. Aber ich denke, das wäre sehr wahrscheinlich sogar. Sieht aber eher blau aus. Okay. Ja. Sind blau. Jo, wird blau. Schön, 110er. Cool. Grüßt euch, hallo. Jungs. Ja. Und haben eine F4 2 Stück dabei. Ja. So. Tja. Da ist er wieder. Ja, dann drehen wir ein. Grob Richtung 45 Grad nach rechts. Also 45, ja. Kurs 45 Grad. Mhm.
Jetzt sind wir bei 3.500 Meter. Macht dann auch mal ein bisschen langsamer hier. Ja. Bisschen Motorschonung. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was das mit dem Auftrag noch werden soll. Weil den Waypoint stellt er nicht um, warum auch immer. Vielleicht haben wir den Waypoint zu hoch angeflogen. Ja. Keine Dass Ahnung. Dass er nicht ausgelöst hat oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall folgt mir irgendwie die komplette Meute. Ja. Also wenn du mal über dich schaust, hinter dich, ja. Da sind immer, ist immer noch die komplette rote Schwarm. Ja. Okay, wir müssen einen anderen Kurs fliegen. Gehen wir mal auf 100, 135 Grad. Ich würde jetzt nur gerne wissen, ob ich den einen auch runtergeholt habe, den ich die ganze Zeit getroffen habe. Kannst du, oder siehst du es mit Tab? Okay, ich habe ihn nicht runtergeholt. Wally hat zwei Abschüsse, Tastenhauer hat einen. Ach, habe ich doch einen. Null. Okay. Hast ihn abgestaubt wahrscheinlich von mir. Also wie gesagt, bei mir weiß ich, dass ich einen zwei, dreimal mit der Kanone richtig erwischt habe und der sah auch nicht mehr so gut aus. Und dann ist er irgendwie so halb rechts abgebrochen, aber ich weiß nicht, ob er dann sofort abgestürzt ist oder ob der einfach nur disengaged ist. Ich habe meinen auch zwei, dreimal getroffen ordentlich und dann hat er auch eine schwarze Fahne hinter sich hergezogen, aber dann musste ich abbrechen. Aber wenn ich jetzt noch wüsste, ob mein Haupttrigger hier, der Hauptauslöser, ob der auch die Gunpods mitschaltet, das weiß ich gar nicht. Müsste ja eigentlich schon. Eigentlich ja, ne? Die sind normalerweise mit der Motorkanone dann zusammengeschaltet. Also ich habe wahrscheinlich noch ungefähr die Hälfte meiner Kanonenbewaffnung und zwei Drittel MG. Okay. Ja, Munition hätte ich auch noch genug. Bei mir ein bisschen mehr, aber es ist so fast vergleichbar. Viel zum Schießen gekommen bin ich auch nicht. Aber getroffen habe ich ein paar Mal, hey. Na, so muss es sein. Ich habe gemerkt, du musst reichlich vorhalten mit den Maschinenkanonen. Das ist Ja, vor allen Dingen in dem Flügel wegen der Konvergenz halt, ne? Ja. Da musst du sowieso. Und die schießen langsamer, ja. Jetzt bin ich ein bisschen langsam geworden. Ah, doch, geht. Okay, ich dreh nach links auf Kurs 110. Kannst du auch auf 112 drehen, weil dann ich brauch Hilfe. Wenn ich jetzt Steuerung E drücke, springt der dann aus dem Flugzeug raus und rennt weg, oder? Ja. Ich weiß aber nicht, kannst du Shift F2 drücken, dann kannst du dich eigentlich durch die anderen Flugzeuge schalten. Nee, kann ich, also kann ich zwar machen, aber passiert nichts. Echt? Okay. Mit F2 ist halt, dann bin ich in der Außenansicht bei mir, aber Shift F2 macht da gar nichts. Steuerung F2 auch nicht? Nee. Noch irgendein Flakgeschütz, deutsches. Das kann ich hier halt F5 durchdrücken, das sind aber die ganzen Bodeneinheiten. Oh, die schießt Artillerie. Wow. Also ich kann mit Shift F2 durch die anderen Flugzeuge schalten. Das ist schön, dann hast du das so eingestellt, aber ich dachte, das Tastenbewegung. Kamerasteuerung. So, ich habe noch die Hälfte von meinem Treibstoff, sehe ich gerade. Okay. Wo
Externe Flugkamera bei verbindenden Flugzeugen, Left Shift und F2. Aber das geht wahrscheinlich nur dann, wenn ich irgendwie auch in der Nähe bin, glaube ich, oder so. Ich kann auch nicht alle verfügbaren Flugzeuge hier im Luftraum durchschalten. Ja, okay, Left Shift und F2 macht aber bei mir gar nichts. Also wir reichen jetzt auch gleich unser prognostiziertes Zusammentreffen oder unseren Luftüberwachungsraum. Aber sehen tue ich hier noch nichts. Ja, auf unserer 9, nee, Quatsch, auf unserer 3 bis 2 Uhr Position sind zwei Flieger auf ähnlicher Höhe. Gerade gesehen. Hast du es erkannt? Nee. Leider nicht, die sind noch sehr weit weg. Ja, jetzt aber ich denke, dass die eigene sind. Könnte sein, ja. Weil die auch den gleichen Kurs offenbar haben, oder zumindest sieht das so aus. Ja. Jetzt bin ich hier. Wo bist du denn jetzt? Du bist jetzt links oberhalb von mir, oh Gott. Hilfe. Wir haben Feinde. Links. Okay. 9 Uhr, gleiche Höhe, oberhalb. Okay. Geh ein. Geh ein. Ich habe durch die ganze Drückerei auf den F-Tasten irgendwie meinen Tracker ausgemacht, glaube ich. Du bist jetzt ein bisschen oberhalb von mir, okay. Falli. Also ich komme jetzt unterhalb her. Wir kriegen auch Flak. Flugzeug habe ich ja gekannt an der Entfernung. Aber so schnell wie die unterwegs sind, werden das auch Jäger sein. Mhm. Ja, die ziehen ja sogar von uns davon. Ja. Allerdings fliegen die in unseren Luftraum, von dem her. Mhm. Müssen die auch wieder zurück. Der eine wendet nämlich. Fliegen jetzt nach links. Oh Gott. So, ich versuche mich mal wieder an dich dran zu setzen. Aber it takes time. Wir sind halt auch langsamer durch die Gondel, ne? Also ich gebe jetzt Vollgas. Ja, ich auch. Mehr geht nicht. Bin leider ein bisschen hinter dir, jetzt so 1,3 Kilometer. Rechts von uns kommt gleich der auf Richtung 3 Uhr aus, ne? Ja, der bricht irgendwie aus. Ich bricht aus. Guck mal auf den rechten zu. Ja. Jack. Also Jagdmaschinen. Ja. Jo. Kommt auf uns zu. Auf mich vielmehr. Ja. Bin getroffen worden. Damit, ich drehe mal links rum ein. Motorschaden. Oh shit. Bei mir ölt schon ein vor. Ja, ich muss zurück. Mein Motor ölt schon ein. Der. Ja. Ja, kommt davon. Ich gehe jetzt auf Kurs 280, 290. Alles klar. Ja, beziehungsweise direkt Richtung Westen. Ich guck mal, ob ich den noch erwische. Ja. Aber wahrscheinlich wird das ja auch schwierig. Gucken, ob bei mir setzt gleich der Motor aus. Hm. Musst du notlanden, ne? Wenn überhaupt, ja. Ich bin im Moment noch knapp 3.500 Meter hoch. Ich hoffe mal, verfolgt er mich? Er hat mich jetzt versucht anzugreifen frontal, ist aber damit gescheitert. Also dich verfolgt er nicht mehr, solltest also ein bisschen Weg dazwischen kriegen. Oh Gott. Also ich kann jetzt hier durch Flugzeuge schalten, aber ich weiß nicht, wo die sind und ich weiß auch nicht, wer das ist. Ihr seid es jedenfalls nicht. Ja gut, unsere Flugzeuge müsstest du ja am Skin erkennen, ne? Eben, deswegen sage ich ja, ihr seid es nicht. Die sind irgendwie über dem offenen Meer. Oh, meine Luftschraube ist aus. Motor ist hin. Mhm. Scheibenkleister. Boah, der Typ hat jetzt ein.
Frage, ob und wie ich die Kiste überhaupt notgelandet bekomme. Was eine Ortschaft. Oh. Schade, du hast fast getrickst. Ich hab den auch Head-to-Head getroffen, aber er mich eben auch und er hat mir einen Motorblock erwischt. Und ich mit meinen 320 mm anscheinend nichts. Nee, nicht gut gezielt, schade. Bin getroffen, oh, schwank. Zu spät geschossen. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall eng. Okay. Aber ich hatte ihn genau auf der 6. Schade, jetzt ist er wieder da. Der hat Geschwindigkeitsvorteil jetzt. Oh, aber er zieht auch irgendeine Fahne hinter sich her. Also irgendwas Kühlmäßiges oder so. Ist eventuell schon erwischt worden. Mal gucken. Er muss jetzt hier drehen und wenden. Ah ja, komm zu Papa. Komm. Runter. Komm. Psst. Oh okay. Gott. Oh Gott. Yes. Volltreffer. Der Adler ist gelandet. Ja, er brennt, er brennt. Sehr gut. Sauber. Nice. Okay, 270 ungefähr ist Heimat, ne? Aber ich habe ja auch einen Marker. Ja. Bin auch mit den Kanonen fast leer geschossen. Genau, den habe ich zerstört. Nice. Du müsstest so, ja den gelben Marker auch sehen, oder? Ja. Ja. Da ist letztlich unser Flugfeld. Jetzt auf 12 Uhr aber auch noch einen, der da kreist. Mal gucken, was das für einer ist. Bums, da ist er aufgeschlagen, ja. So, mal, dass wir hier keinen anderen mehr hinter uns haben. Oh ja, aber nicht so aus. Schöne Löcher in der Motorabdeckung, meine Fresse. Oh, da drüben sind auch noch welche am Kreisen. Ich glaube, da halte ich mal ein bisschen Abstand von Höhe 2000. Sprit bald auf, nicht ganz ein Viertel, aber das wird langsam auch Zeit. Drehen wir jetzt erstmal ein bisschen in den Standardflug zurück. Wo ist denn der Tastenhauer hier? Okay, die Nummer 3. Aha, Dr. Tod. Aha, ihr leibt und liegt. Ja. Ihr leidet und leidet. Also ich muss ja sagen, also dein rechter Flügel ist ab. Und ja, die Spitze ist jetzt bei der Landung kaputt gegangen, aber die Löcher da drin sind von dem MG. Und hinten auf der linken Seite, Seitenleitwerk oder Höhenleitwerk am Heck, das ist, glaube ich, auch durch den Beschuss. Okay. Aber da haben wir einen Tastenhauer. Ja, schon gefunden. Hahaha. Na, hier rechts sind, glaube ich, Verbündete von uns, ne? Hoffe ich, dass sie Verbündete sind. Hoffe. 1 Uhr. Rechtzeitig auf 3. 2 Uhr ist auch noch einer am Geiern. Ich glaube, das ist auch einer von uns. Oh, da ist aber ein feindlicher. Freundchen. Ich habe keine Munition mehr für dich. Ist jetzt aus heute. Ich gehe jetzt mal in den Sinkflug und hole mal Geschwindigkeit auf. Ich glaube, mit dir habe ich keine Lust. Also ich kann nur zwischen Flugzeugen hin und her schalten, die ich auch auf der Karte sehe. Wenn ich nämlich bei mir auf der Karte über dem Meer wieder rumkreisen, dann kann ich da hinschalten. Aber okay, das geht irgendwie in einem Umkreis von. Also unsere Rottem dreht hier immer noch fleißig ihre Runden. Keine Ahnung, welche Entfernung das ist. Eine Jagd 1 fliegt aber da in der Nähe noch rum. Okay. Whatever, macht mal, aber lasst mich in Ruhe. Ich fliege jetzt hier einfach maximal schnell davon. Mir ist egal, weil ich habe nicht mehr genug Munition, um es mit dem, glaube ich, aufzunehmen. Außerdem geht mein Sprit langsam auf ein Viertel runter und macht hier keine Experimente mehr. Aber keine Experimente, aber auch später erst. Keine Wunderwaffenexperimente hier. Mit fliegenden Raketen. So, Osning sagte, wie fliegt es sich so? Schon ein Flieger aus Spritmangel notgelandet. Ja, aus Spritmangel nicht, eher aus Kampfschadensgründen. Dr. Tod hat sich, glaube ich, überschlagen, ne? Ja, aber ich bin wieder richtig gelandet, richtig rum, also alles gut. Okay.
Der hat eine Fahne im Dienst, wird nicht getrunken. Okay. Ich habe eine leichte Gottliebchen. Gehirnerschütterung, sonst nichts. So, unser Wegpunkt ist allerdings nicht ganz der Flughafen. Dann kann ich jetzt schon mal Geschwindigkeit rausnehmen. Der Flughafen ist ungefähr 7, 8. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, der ist hier auf der linken Seite gleich 7, 8 irgendwo. Kilometer West-Südwest. Nicht von dem Punkt 5. Ach, warte mal, das muss ja Richtung Meer sein. Obwohl, er muss unterhalb von der Stadt sein. Irgendwo so die Richtung. Ja, gucken wir mal. Wir fliegen ja erstmal drüber. Ich hoffe, der Typ hier folgt mir jetzt nicht. Der da vorhin da war, die eine Jack, aber ich glaube, der ist da geblieben. Ich sehe auch Oh, den schon. Tasten aber kann ich jetzt zugucken. Ich sehe da jetzt nichts hinter dir, was dich verfolgen würde. Okay, Du ja, hier ist müsstest der aber den Flughafen. Flugplatz direkt vor dir haben, ja. Ja, genau, der ist direkt vor mir. Über. Wo waren hier die Landerichtungen? Ich gucke mal. Quasi hier jetzt von links nach rechts. Ja, Hast da genau, ja einmal den quer dann, ne? Blickwinkel. Ja. Okay. Klar. Kann man quasi hier über die Berge anfliegen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oh, das ist ja eine ganz schöne Küste hier. Schön, schön. Nicht ganz sauber, ne, aber. Nee, war schon ein bisschen, vergleichbar. So, da hinten kreisen noch unsere vier Boys. Aber ich muss hier relativ hoch anfliegen, weil die Berge natürlich auch höher liegen. Das hätte ich mir auch denken können, ne? Naja. Ist halt so. Jetzt auch so machen können wie ich. Also, Herrschaft, Maximalhöhe anfliegen und davon guten Gebrauch machen. Ja, da weißt du es. Ach, sieht doch gut aus. Das ist schon majestätisch, wie er da so anschwebt. Ja. Mal gucken, ob es jetzt auch noch majestätisch bleibt. Ah, schaut gut aus.
Trotz. Ah, dann ganz kleiner. Dreipunktlandung. Ah, das passt schon. Unfassbar okay. Gut. Gerade, oh gerade halten. Oh, ja, ja. Lüge wollte weg, jetzt passt es. Okay. Gut. Wo bleibt die Siegesrolle? Die Siegesrolle am Boden. So. Das hat geklappt, meine Güte. Puh. Ja, prinzipiell können wir dann die Mission beenden, ne? Ja. Hoffentlich. Genau. Was war mit dir, Falli? Du bist auch notgelandet, oder was? Ich bin notgelandet, ja. Ich habe halt einen kompletten Motorschaden gehabt. Der hat mir direkt einen Motorblock durchschossen irgendwie. Da war auch überhaupt nichts mehr zu machen. Also instant ging die Leistung verloren und hat sich festgefressen. Ja, jetzt... Keine Ahnung. Zurück zum Spiel. Irgendwie beendet er die Mission nicht. Und da jetzt was Bestimmtes machen? Auf den Ozean gucken. Ich guck dem Tastenhauer zu, wie er jetzt irgendwie in Parkposition fährt. Ach so, ja, er muss natürlich auch die Mission beenden, ne? Ach so. Sonst passiert da nichts. Ja, aber ich wollte jetzt zumindest erstmal hier nicht mitten auf dem Feld stehen bleiben. Dann bin ich sofort durch. Ich weiß auch gar nicht, wo Abrollposition hier wäre. Keine Ahnung. Da, wo du jetzt stehst. Ja, ach, wisst ihr was? Da. Genau. Aus die Kiste. Fertig. Lübt. Soll reichen. Da lübt der Lachs. Guck mal, da fliegt noch eine G4 über den Flugplatz. Kommen die jetzt auch zurück? Wahrscheinlich geht denen auch der Sprit langsam aus, ne? Ja. Oder wir haben ja viel geleistet. Oder sie bewerten es auch, dass ihr Einsatz damit beendet ist, ja. So, da keucht er noch ein paar Mal, der Motor. Mission beenden. So, es ist übrigens so dunkel, ich könnte jetzt probieren, meinen Track-IR mal zu starten. Ja. Bevor wir die nächste Mission machen. Oder startet die automatisch gleich? An sich, wenn wir jetzt alle auf Beenden gegangen sind, dann müsste er wieder den Anfangsbildschirm schalten und die nächste Mission laden. Okay. Okay, aber da müssen wir ja jeder wieder auf bereit gehen, ne? Ja. Ja, also wir haben vier Flugzeuge abgeschossen, 2 Bruchlandungen, aber alle am Leben geblieben. Also von dem her. Immerhin. Würde ich jetzt nicht so schlecht bewerten. Geht deutlich schlechter, ja. Also vergiss, dass wir auch dieses Flugzeugmuster das erste Mal geflogen sind. Und dann auch noch mit Gunpots gegen Jäger. Ja. Wobei ich habe aber auch gemerkt, also bei dem einen, wo ich ihn getroffen hatte, da war ich so knapp vorm Strömungsabriss. Das war wirklich sehr schnell, auf dem letzten Sticken habe ich ihn dann noch getroffen. Sonst wäre das Ding sofort runtergeschmiert. Also das war schon ein bisschen sehr speziell.